Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion. Von denen, die hier auf dem Podium sitzen, haben bis auf einen alle schon geredet. Also der Präsident des Bundesarchivs, Dr. Michael Hollmann, Herr Professor Dr. Küsters, ehemals Leiter der Hauptabteilung Wissenschaftliche Dienste, Archiv christlich-demokratische Politik der Konrad-Adenauer-Stiftung, Professor Dr. Thomas Henne von der Archivschule Marburg, Raphael Thomas, Wachanwalt für Urheber- und Medienrecht und neu Dr. Ernst Heuche, Stadtarchiv Karlsruhe und Vorsitzender der Bundeskonferenz der Kommunalarchive. Weil das Thema Politikernachlässe ja durchaus auch ein kommunales Thema ist. Ich denke, die grundsätzlichen Positionen zu der Thematik, auch die Frage zum Eigentum an Unterlagen, sind ausgetauscht. Es würde wahrscheinlich zu einer Diskussion, die mehrfach im Kreis führt, führen, wenn wir da noch weiter diskutieren. Wir können diese Frage im Grunde genommen hier nicht lösen. Deswegen stelle ich jetzt die als übergeordnete Frage für diese Diskussion. Sage ich, wie kann es weitergehen? Welche Lösungen gibt es? Wie kann man mit der Problematik Politikerunterlagen, der Problematik Nachlässe und Vermischung mit amtlichen Unterlagen in Archiven umgehen? Und zwar in allen Archiven. Ja, ist die Digitalisierung der Königsweg? Wie sieht das mit den Ressourcen für die Erschließung aus? Das ist ja auch immer wieder ein Thema. Nutzt Kooperation was? Ich gebe mal Ernst-Otto Bräunche das Wort und frage ihn, wie er das sieht. Ja, also wenn ich erstmal aus kommunalarchivischer Sicht spreche, die Politikernachlässe sind natürlich für uns, ist ja auch heute Morgen von Herrn Steinert betont worden, schon ein wichtiges Thema. Andererseits ist es auch ein schwieriges Thema, weil wir immer die Probleme haben, wie kommen wir nun an diese Nachlässe ran. Und das Zweite ist, was ist da überhaupt in diesen Nachlässen drin? Also wenn ich von den Karlsruher Verhältnissen mal ausgehe, dann ist das so, dass also die Oberbürgermeister, ich habe also mittlerweile drei schon in Rente gehen sehen, die man darauf angesprochen hat. Und dann kam stereotyp die Antwort, ja, alles was wichtig ist, das hast du doch schon in den Registraturen. Das stimmt zum Teil. Ob das nun so wirklich so ist, müsste man im Einzelfall nochmal nachprüfen. Insgesamt, also das, was ich auch heute Morgen aus der Diskussion mitgenommen habe, es ist ja zum Teil eben auch ein vorarchivisches Problem. Wie gehen die einzelnen Amtsinhaber, gerade auch auf Bundesebene, mit dem um, was sie während ihrer Amtszeit so produzieren? Und da habe ich durchaus eine klare Meinung, dass die Dinge, die in einer Amtszeit, egal ob Minister, Oberbürgermeister oder Ministerpräsident ist, dass das aus meiner Sicht primär amtliches Schriftgut ist. Und da wäre aus meiner Sicht eine Lösung, dass man sagt, sowas wird grundsätzlich dem Bundesarchiv angeboten, beziehungsweise dem zuständigen Landesarchiv, Kommunalarchiv. Und wenn man feststellt, dass da tatsächlich Privatunterlagen sind, kann man ja durchaus dann austauschen. Das wäre aus meiner Sicht eine Lösung, wie insgesamt, das fand ich auch sehr positiv, ja die Bereitschaft da ist, unter den Archiven da auch zusammenzuarbeiten. Was also zwischen dem Kommunalarchiv und dem Landesarchiv, dem Bundesarchiv eigentlich, denke ich, schon sehr gut klappt. Es gibt immer wieder mal Fälle, da kann man wirklich diskutieren, ist der Mann oder die Frau jetzt Landespolitikerin oder Kommunalpolitikerin gewesen. Da gibt es also aus meiner Sicht eigentlich keine irgendwie bemerkenswerten Streitfälle, wo wir uns ausgetauscht hätten. Die Bundesebene ist aus kommunaler Sicht eher seltener betroffen, obwohl da natürlich auch dann das ein oder andere Mal, gerade wenn Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin noch Mandatsträger waren. Es gibt ein Beispiel, das will ich gar nicht überbewerten, jetzt auch mittlerweile schon 10, 13 Jahre her, dass eine Oberbürgermeisterin, die Europaabgeordnete war, von dem zuständigen Parteiarchiv, Stiftungsarchiv angesprochen wird und sie hat sich dann entschlossen, ihren Nachlass, Vorlass diesem Archiv zu geben. Und problematisch wurde es deswegen, weil systematisch nochmal in den Registraturen dieser Stadt geguckt wurde, was ist denn nur wichtig für die Amtszeit. Ne? Und das haben wir seinerzeit als BKK, auch als betroffener Kollege gesagt, das ist einfach, das geht überhaupt nicht. Sowas, ne?
Die Grenzfälle muss man sich einigen, aber Dinge aus städtischen Registraturen ausholen, das geht gar nicht. Danke. Herr Rollmann, ich denke, da können Sie mitgehen. Ich würde Ihnen gerne die Frage stellen, manchmal ist das ja auch ein Wissen oder eine Situation, dass die politischen Entscheidungsträger gar nicht so genau wissen, wie sie mit ihren Unterlagen umgehen sollen. Was können Archive zum Beispiel tun, um die zu informieren, um dafür zu sorgen, dass die wissen, dass sie eine Anmeldungspflicht haben und einfach auch für diese ganze Problematik zu sensibilisieren? Tun Sie das? Wir bemühen uns darum schon seit Jahrzehnten. Mhm. Ob das von Erfolg gekrönt ist, ich gucke jetzt mal Frau Limberger an, kann man so geteilter Meinung zu sein. Denn eigentlich müssen wir feststellen, dass in den letzten 20 Jahren die Qualität der Aktenführung eigentlich nachgelassen hat. Und zwar rapide. Nicht nur, dass nicht mehr alles in den Vorgängen drin ist, der Stand der Sache ist eben nicht mehr vollständig aus den Unterlagen zu entnehmen. Es ist auch eine Frage der Aktenführung. Die ist nicht zuletzt in völlige Unordnung gekommen, möchte ich fast sagen, weil mit dem Aufkommen doch parallel genutzter elektronischer Kommunikationsmedien doch Medienbrüche eintreten, die gravierender wirken, als das früher war, als es ein Nebeneinander von geschriebenem, gesprochenem Wort am Telefon oder also auf Distanz gesprochenem Wort oder gesprochenem Wort im unmittelbaren Gegenüber war. Da war man noch gewohnt, man macht von einem wichtigen Gespräch einen Vermerk und gibt den dann zu den Akten. Immer wenn ich zu den E-Mails von Frau Merkel gefragt werde oder von zu den SMSen vielmehr, und das werde ich häufig, kann ich nur sagen, dass ich mich darauf verlasse, dass Frau Merkel bzw. ihr Büro die Regularien der gemeinsamen Geschäftsordnung befolgt, und zwar im eigenen Interesse, dass nämlich das Wissen oder die Informationen, die in einer Kommunikation entstehen, auch tatsächlich in einen Apparat hineingespeist werden. Dass das ein wenig blauäugig ist, weiß ich auch. So läuft das nicht, und wir werden zumindest für die Jahre von Mitte der 1995er Jahre, aber bis Ende der 2010er Jahre damit rechnen müssen, dass wir zum Teil sehr schlechte Akten in den Archiven haben werden. Meine Hoffnung besteht nicht in der Digitalisierung im Sinne jetzt von der Herstellung einer elektronischen Repräsentation von etwas analog Vorliegendem. Der Begriff ist ja mittlerweile so, man immer erst erklären muss, worüber man gerade spricht. Gucken Sie mal in den Koalitionsvertrag, 81 Mal kommt das Wort darin vor. Und wovon ich mir noch etwas anderes verspreche, ist, dass wir jetzt doch, beim Bund zumindest, auf eine elektronische Aktenführung hinsteuern, in der viele dieser Sonderlocken, wie man das heute machen kann, gar nicht mehr möglich sind. Das wird eine neue Disziplin reinbringen, wird aber Zeit brauchen, bis das so verinnerlicht ist. Es sind nach meinem Dafürhalten auch eigentlich gar nicht die Spitzenpolitiker und Politikerinnen, die hier das Problem darstellen, denn in der Regel organisieren die schließlich gar nicht selbst. Sondern es sind ihre Büros und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Unterlagen zusammenstellen, die auch nachher Vermerke schreiben, und so weiter und so weiter. Und in diesem Bereich, gerade weil die normalerweise keine bürokratische Grundausbildung genossen haben, leiden wir darunter, dass diese Informationen dann nicht in die normalen Registraturen und Informationsspeicher hineingesteuert werden. Das ist ein Problem. Daraus darf man, glaube ich, niemandem einen Vorwurf machen, gerade nicht heute, weil wo die Dinge so schnelllebig und rasant geworden sind an vielen Stellen. Aber man muss das Problem als Defizit doch deutlich markieren und sagen und auch darauf hinweisen, dass wir eben für die Jahre, die ich eben bezeichnet habe, auf eine schwierige Zeit hin steuern werden. Das wird vielleicht nicht die digitale Merowingerzeit, wie das einmal ein Kollege aus Luxemburg formuliert hat, aber es könnte schon ein Stück weit etwas davon haben. Vielen Dank. Herr Küsters, wie sehen Sie da die Rolle der Stiftungen? Es wäre ja auch denkbar, dass die Stiftungen, wenn sie mit Politikern über Nachlässe sprechen, auch darauf hinweisen.
dass amtliche Unterlagen, dass man die Unterlagen voneinander trennt und dass man da die Diskussion darüber führen muss, was wohin geht. Also zum einen ist das eine Praxis, die seit Jahr und Tag so schon gehandhabt worden ist und wird auch gehandhabt. Aber Sie müssen bitte mal die Realitäten sehen. Realität heißt, da kommt ein Politiker auf eine Parteistiftung zu oder auf das Archiv konkret. Warum? Ich sage es mal ganz offen und ehrlich. Punkt 1, er will es jetzt zunächst mal mit seinem privaten Bestand auch nicht einem staatlichen Archiv übergeben. Aus welchen Gründen auch immer, aber er möchte es nicht. So, Punkt 2, Sie wissen bei der Akquise nicht, was Sie wirklich erwarten. Dann sagt er, da hast du einen ganzen Keller voll, schau dir das an, Sie können jetzt nicht einen Mitarbeiter den ganzen Tag da oder zwei oder drei oder vier Tage oder eine ganze Woche letztendlich vor Ort damit beschäftigen, dessen Akten da letztendlich zu separieren zwischen amtlich und nicht amtlich. Das heißt, Sie übernehmen alles, wie das auch das Bundesarchiv bei anderen Siegen tut, und schaut sich dann zu gegebener Zeit bei der Aufarbeitung des Bestandes die Sache an. So, dann ergibt sich erst das Problem. Und in Zukunft sehe ich auch ehrlich gesagt an dieser Praxis letztendlich wirklich keine Möglichkeit, es irgendwie anders zu handhaben. Denn es ist für uns alle, und das war glaube ich das erste Wort, was ich weiß nicht, Herr Henne oder wer auch immer heute Morgen gesagt hat, für uns ist erstmal wichtig, oder Sie, Herr Hollmann, dass wir das Schriftstück konservieren. Denn ja, es ist so. Ansonsten kann die Alternative sein, es verschwindet. Es wird uns gar nicht mehr angeboten, uns als Archive überhaupt nicht mehr angeboten. Und dann kann ich vor dieser Alternative nur sagen, dann ist es mir zunächst mal wichtig, dass es konserviert wird, dass man dann weiter sieht. Zweiter Punkt, was ich persönlich für sehr wichtig halte, ist, ja, dann müssen wir eben halt die Kommunikation unter den Beteiligten verbessern. Und wir haben vor 2 Jahren, Herr Hollmann, unter den Leitern der Archive der politischen Stiftungen, in der Tat ja schon mal diskutiert und sind aber da auch vor der schwierigen Frage schon theoretisch gestoßen, ich sage es nochmal, ja, was ist denn amtlich und was ist nicht amtlich? Wie können wir das eigentlich differenzieren? Ganz unabhängig von der Provenienzproblematik. Das Dritte, was ich gerne noch einfügen würde, wäre, wenn ich das Problem der Kommunalpolitik sehe oder der Kommunalarchive, dann hat das ja Gründe. Der eine Grund ist einfach die Tatsache, soweit ich das von den anderen Archiven auch weiß, ist, dass wir irgendwann mal entschieden haben, Kommunalpolitik können wir nicht weiter bei uns archivarisch noch aufbereiten. Es sei denn, da sind Spitzenpolitiker, die irgendwann mal Oberbürgermeister waren und da lohnt es sich natürlich besonders und dann sind sie Bestandteil eines anderen Nachlasses, der sehr viel diversifizierter ist. So, das heißt aber, wir als Parteiarchive geben eigentlich hier schon auf der kommunalen Ebene letztendlich dieses Parteimaterial an die staatlichen Archive weiter, an die Kommunalarchive. Nur, sie kommen wahrscheinlich nie da an. Das ist ein typisches Beispiel dafür, oder ein Großteil kommt da nicht an, wie berichtet wurde, Herr Stand, was er vorhin erzählt. Heißt also mit anderen Worten, sie gehen genau den Weg, dass sie nämlich vernichtet werden. Irgendwo gar nicht mehr in ein Archiv landen. Das ist die Problematik, die in meinen Augen das Entscheidende ist. Allerletzter Satz. Bitte verkennen Sie nicht, die Parteiarchive haben keine Anbietungsmöglichkeit. Die Parteien haben uns gegenüber keine Anbietungspflicht. Wir müssen um jedes einzelne Schriftstück jeder Partei letztendlich kämpfen. Egal, ob das ein Parteischriftstück ist, ob das ein amtliches oder nicht amtliches Schriftstück ist. Das heißt, wir haben überhaupt keine Möglichkeit eines Rechtsanspruches. Natürlich haben wir auch keine Sanktionsfähigkeit, wie das heute Morgen gesagt worden ist, aber wir haben auch keinen Rechtsanspruch. Das heißt, wir können nur das tun, was eigentlich notwendig ist, als Partei zu schauen, für die eigene Geschichte, für den eigenen politischen Dokumentationsprozess diese Dinge zu sammeln, die relevant sind. Vielen Dank. Ich, wenn ich das jetzt so anhöre, dann geht es da meistens um Aushandlungsprobleme. Man diskutiert mit dem Politiker, man informiert ihn, man fragt, was da ist, man überlegt, passt das da rein. Deswegen Frage an Herrn Henne, würde es für diese Grundsatzproblematik eine
rechtliche Lösung geben, die diese ganze diese Gemengelage ein wenig ordnet, oder gibt es sie nicht? Ja, also ich, ja, es gibt, ich habe das im Einführungsvortrag versucht, ein bisschen klar zu machen. Es gibt in dem Kreis, den das Recht sieht, einen großen Innenraum, in dem Archivare viel entscheiden können. Es gibt aber Dinge, die außerhalb dieses Kreises liegen und dann können sie nicht mehr frei entscheiden. Das betrifft zum Beispiel die hier so kompliziert gemachte Frage, amtlich, nicht amtlich. Das können Juristen sehr eindeutig lösen. Das ist nicht zuletzt in der von Gabi Weber erstrittenen Entscheidung nochmal definiert, was staatliche Aufgabenerfüllung betrifft, ist amtlich. Und da können Archivare nicht andere Definitionen erfinden, sondern dann, das ist vom Recht geregelt. Wer sich andere Definitionen ausdenkt, der handelt rechtswidrig, wenn er diese Definition zur Grundlage seines Handelns macht. Das ist relativ einfach. Da gibt es eben diesen Rahmen, den das Recht setzt und der beachtet werden muss. Das heißt nicht, dass die Archivare nichts mehr entscheiden können, sondern bestimmte Grenzen setzen die Juristen und die sind dann nicht verhandelbar. Genauso, was Herr Bösch ja auch nochmal zu Recht betont hat, der Gleichheitsgrundsatz. Nutzer haben ein Recht darauf, gleich behandelt zu werden. Das hat Frau Weber ja sehr emotional auch nochmal dargestellt. Sie möchte gleich behandelt werden und das ist etwas, wo man mit dem Gleichheitsgrundsatz können Sie die Juristen auch nicht aus der Hand nehmen. Also manche Probleme lassen sich von den Juristen lösen. Zum Zweiten, das, was Juristen auch leisten können, ist mittelbar. In dem Moment, wo sich herumspricht, Herr Heumann, dass es einen Wiederbeschaffungsanspruch gibt, und in dem Moment, wo dafür gesorgt wird, dass der umgesetzt wird, können Sie den Politikern auch sagen, selbst wenn es an die Parteistiftung geht, es kommt doch zu mir. Also verhaltet euch doch gleich besser. Schafft es doch gleich dorthin, wo es sowieso am Ende landet. Also insofern diskutieren wir vielleicht ein bisschen jetzt auch teilweise Altlasten. Wenn sich das herumspricht, was jetzt in der Entscheidung von die Gabi Weber erstritten hat, drinsteht, dann verhalten sich Politiker dem zufolge auch gleich richtig. Wenn sie wissen, der Wiederbeschaffungsanspruch wird durchgesetzt, wenn sie es falsch abgeben, kommt sowieso über kurz oder lang dort, wo es hinkommt, dann wird das in der Zukunft sehr viel einfacher. Also dieser rechtliche Rahmen, den Juristen setzen, macht manches einfacher. Also amtlich, nicht amtlich ist viel einfacher, als manches heute so klang. Vielen Dank. Mal sehen, ob das auch wirklich gelingt, den Wiederbeschaffungsanspruch durchzusetzen. Ja, wir hatten auch das Thema Digitalisierung mit dem Beispiel Helmut Schmidt Archiv, wo man über eine Digitalisierung von vorhandenen Unterlagen und eine Zugänglichmachung im Bundesarchiv und dort, je nachdem was es ist, versucht hat, eine Lösung zu finden, die eben beiden Seiten gerecht wird. Da stelle ich die Frage jetzt an Herrn Thomas aus der Nutzersicht. Steht hier die Benutzbarkeit von Unterlagen im Vordergrund oder ist die Eigentumsfrage für Sie da immer noch relevant? Interessante Frage, habe ich mich so noch nicht mit auseinandergesetzt. Das ist auch vielleicht eher eine Frage, weil ich der Anwalt der Nutzerin, die ja beantworten kann. Es geht tatsächlich wahrscheinlich, wenn man es juristisch jetzt auf die Schnelle versucht zu packen, die Frage um die Verfügungsgewalt, ja, und wer die Hoheit über diese dann digitalisierten Akten hat. Wer entscheidet, ist das eine Verschlusssache, wer bekommt Zugang, ob der nun digital ist oder nicht, zu diesen Akten. Die Fragen ändern sich auch mit der Digitalisierung wenig. Es gibt ein paar Probleme, die sich damit vielleicht entzerren, wenn das überall verfügbar ist, die Reisekostenproblematik oder ganz praktische Fragen. Aber letztendlich die Frage, wer regelt den Zugang dazu? Und da ist unsere Auffassung ganz klar, dass das eine hoheitliche Einrichtung sein muss. Nur recht und gesetz verpflichtete Beamte, die da oder jedenfalls Leute, wie ich es eben auf den Punkt gebracht habe, wie auch immer, nicht verklagen kann, wenn er nicht so funktioniert, wie ich mir das wünsche. Das ändert sich auch im Zeitalter der Digitalisierung nicht. Herr Bonnchen. Ja, Stichwort Digitalisierung. Also ich sehe das so, dass das die Problematik vielleicht sogar ein bisschen entschärft. Wenn also digitale Unterlagen zu uns kommen, dann kommen die ins Stadtarchiv Karlsruhe und dann sind die auch da zugänglich. Und wenn es jetzt ein Interesse besteht, bei einem Parteiarchiv diese Unterlagen auch einzusehen, ja, dann kann man das doch per Netz oder weiters machen. Da muss man doch gar nicht irgendwo was transferieren. Die Zugänglichkeit ist bei uns gegeben. Und auch diese Nutzerperspektive. Also ich sehe das tatsächlich auch ein bisschen anders. Man sagt immer,
das wäre für den Nutzer von Vorteil, wenn das ein Parteiarchiv ist. Also wenn Sie sich mit irgendeinem Politiker befassen, dann müssen Sie garantiert nicht nur in ein Archiv, sondern in mehrere, gerade bei Politikern, die auf verschiedenen Ebenen auch tätig waren. Das Ganze irgendwo dann zu zentrieren, also erstens rechtlich nicht zulässig, also ich denke, es fehlt ja an sich nicht an rechtlichen Regelungen. Wir haben die Archivgesetze, die sind eigentlich seit den 80er Jahren da und aus meiner Sicht nach wie vor auch tragfähig. Ich habe diese Archivgesetze immer, ich bin aus den 80er Jahren im Archivar, immer als ein ganz wesentliches Instrument zur Unterstützung unserer Arbeit gesehen. Und diese Arbeit besteht eben darin, auch Dinge zugänglich zu machen. Also bei dieser ganzen Diskussion habe ich immer so ein bisschen Eindruck, die Archive werden da schwärmen lassen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Eine möglichst umfassende Zugänglichmachung. Das war aus meiner Sicht immer ein primäres Ziel der Archivgesetzgebung. Und wie gesagt, ich sehe also, wenn Sie es angesprochen haben, tatsächlich auch jetzt nicht das große Problem zwischen Kommunalarchiven und Parteiarchiven, von dem einen erwähnten Fall mal abgesehen, weil tatsächlich das so ist, dass die Kommunalpolitiker ja nicht in aller Regel dann im Bundestag gehen oder gar Minister werden. Also bei uns, die Oberbürgermeister, seit ich im Amt bin, die sind aus dem Amt in die Pensionierung ausgeschieden. Also insofern ist da auch eigentlich gar nicht, muss man gar nicht so groß diskutieren. Das waren Kommunalpolitiker, selbst wenn die vorher mal 4 Jahre im Landtag gesessen haben. Also insofern stimme ich Ihnen zu, zwischen den Kommunalarchiven und den Parteiarchiven ist jetzt nicht so der große Gesetz. Aber die andere Ebene, Landesarchive, Bundesarchive, da kann ich also auch nur noch mal sagen, ich sehe es letztendlich genau wie der Kollege Hollmann, die Regelungen sind da und an die muss man sich halten, wohlwissend, dass da eben diese Grenzfälle sind. Und da, das Stichwort, ich wiederhole das, einfach die Kommunikation miteinander und dann solche Grenzfälle, die es immer gibt, das ist völlig klar, dann auch aufzugreifen. Und im Übrigen das Problem, was wir auf den kommunalen Bereich haben, das ist weniger, dass ein Nachlass in ein anderes Archiv abwandert, sondern dass da möglicherweise Sachen weggeschmissen werden. Und das können wir nicht unterbinden, dieses eigentlich vorarchivische Problem. Wie gehen die Amtsträger mit den Unterlagen um, die in ihrer Amtszeit entstanden sind? Ich bin da tatsächlich der Meinung, das ist amtliches Schriftgut, bis auf wenige Ausnahmen, was aber nicht heißt, die Regelung ist da, dass das in der Praxis dann auch umzusetzen ist. Theorie ist eindeutig, Praxis sieht anders aus, der Amtsinhaber schreibt aus und was der dann im Einzelfall mitnimmt, ja, das kriege ich doch gar nicht hin. Und wenn ich es mitkriege, muss ich gucken, ja, was habe ich für Möglichkeiten. Das Rechtsamt wird in aller Regel in der Sache nicht aktiv werden. Also das ist eine ganz schwierige Gemengelage, auf die man da auch vor Ort stößt. Und auch da ist jetzt dann weniger mit dem Gesetz oder mit der Aktenordnung zu sehen, sondern da hilft meines Erachtens immer das persönliche Gespräch mit den jeweiligen Leuten. Und noch eine Sache, wie wir an solche Nachlässe auch rankommen. Unser Oberbürgermeister hat also jetzt vor einiger Zeit initiiert, dass er als Oberbürgermeister der Stadt die Nachkommen von verstorbenen Politikern oder anderer, das gilt nicht nur für Politiker und Politikerinnen, bedeutenden Persönlichkeiten der Stadt, dass er sie anschreibt und dann vorsichtig vortastet, könnt ihr nicht die Unterlagen, die für uns wichtig sind, im Stadtarchiv überlassen. Das ist dann die Problematik, dass man da nicht als Leichenbild, aber Herr Hollmann hat es heute Morgen angedeutet, dass man ja immer erst ein bisschen wartet. Und durch diese Ebene, der Oberbürgermeister kondoliert, hat er Kontakt zu der Familie, und wir sind gerade dabei, den Nachlass eines CDU-Politikers, erster Bürgermeister, also nicht ganz erste Reihe, aber immerhin, dass wir auf dem Weg sowas kriegen. Schön. Ja, das heißt aber eben auch, dass das Archiv in der Verwaltung gut vernetzt sein muss, damit sowas möglich wird. Herr Hollmann. Zu zwei Aspekten dann noch gerne was sagen. Zum einen zur Digitalisierung. Ich glaube, dass die Digitalisierung das Archiv in den nächsten Jahren grundlegend verändern wird. Denn in dem Maße, in dem wir Unterlagen digitalisieren, jetzt heißt Digitalisierung nicht immer gleich online stellen, aber zumindest in den verschiedenen Dienststellen, zum Beispiel des Bundesarchivs,
werden wir dann nicht mehr unterscheiden müssen, wo das Ausgangsstück liegt, sondern es wird dann überall zwischen Freiburg und Berlin und Koblenz nutzbar sein. Dass in dem Maße, in dem Archivgut digital verfügbar wird, das Archiv in Bezug auf den Umgang mit dem digitalisierten Stück eine Notariatsfunktion hat. Wir garantieren, dass mit dem, indem wir das Ausgangsstück unterhalten, quasi die Authentizität dessen, was im Digitalen vorliegt, damit man nicht sagen kann, da kann es jeder dann letztendlich überprüfen. Ich glaube, da werden wir eine grundlegende Veränderung der Funktion des Archivs erleben, wobei ja die Fragen der Übernahme, der Sicherung und auch des Originalerhalts Kernaufgaben des Archivs als solches bleiben. Was die pragmatischen Fälle angeht, wir sprechen jetzt darüber, was kann man tun. Also wenn wir mit jemandem einen Nachlassvertrag, Nachlassvorlass schließen, steht immer ganz vorne drin, wir schließen der und der, also unser Vertragspartner, erklärt verfügungsberechtigt zu sein über die Unterlagen, um die es im Folgenden geht. Wenn also jemand mir Unterlagen gibt, das wurde ja eben schon mal angedeutet, in denen dann gegebenenfalls Unterlagen eines Parteivorstands sein könnten und die sind nicht einfach hektografiertes Protokollmaterial, sondern wirklich das originäre Registraturschriftgut, dann müsste ich an dieser Stelle sagen, er hat sich der Verfügungsgewalt über diese Unterlagen zu Unrecht berühmt. Die hat er nicht. Und dann ist es meine Aufgabe an dieser Stelle zu sagen, oder die, jetzt setze ich mich mal für das Bundesarchiv dann zu sagen, wenn die nicht zu uns gehören, die gehören irgendwo anders hin. Du hast hier über Unterlagen verfügt, das durftest du nicht. Zu Recht hat Herr Grote darauf hingewiesen, dass bei der Erschließung die Parteiarchive gerade bei den Nachlässen etwas fixer sind als das Bundesarchiv. Deshalb wäre mein Vorschlag doch, wann kommt man denn leichter an die Information, ob es sich jetzt hier um amtliches Schriftgut handelt oder nicht. Also vorgesetzt, es gibt das überhaupt, amtliches Schriftgut. Dann ist das der Moment, in dem man sagen kann, hier wird mir jetzt gerade was in die Hand gedrückt oder hier ist mir was in die Hand gedrückt worden. Das steht mir eigentlich gar nicht zu. Und dann muss man streng genommen der Rechtsrahmen weist das nach meinem Dafürhalten eindeutig aus, den Nachlassgeber darauf hinweisen, dass diese Dinge jetzt entweder an ihn zurück und dann in die Bundesverwaltung, da wo sie hingehören, oder direkt ans Bundesarchiv. Oder man behält sich in einem Vertrag direkt vor, dass Unterlagen, die nicht in diesen Kontext gehören, direkt an die entsprechende Stelle weitergeleitet werden. Ich glaube, Herr Küsters, so weit waren wir schon mal vor 2 Jahren, so etwas in unsere Verträge gegenseitig reinzuschreiben. Und das wäre nach meinem Dafürhalten noch immer der Königsweg, dafür zu sorgen. Denn wann kann man es besser feststellen oder beziehungsweise an dieser Stelle feststellen, selbst wenn es nur Einzelstücke sind, es muss auf der anderen Seite, wo auch immer, einen Überlieferungsbruch, eine Störung der Überlieferung geben. Und dann muss man sich mit den anderen darüber ins Benehmen setzen, wie man diese Störung heilt. Ich glaube, dass hier durch ein vernünftiges Miteinandertun die Dinge heilbar sind. Aber es kann nicht sein, dass wir die grundsätzlichen, die prinzipiellen Regelungen zur Disposition stellen. Dass die grundsätzliche Regelung, die grundsätzliche Frage ist, das Eigentum kann an diesen Dingen nicht ersessen werden und kann auch durch Weitergabe nicht gutgläubig erworben werden. Und das ist mir nach wie vor wichtig, dass wir das feststellen. Wie wir dann nachher im konkreten Einzelfall damit umgehen, das glaube ich, da gibt es eine Menge Optionen dazwischen. Aber wichtig ist mir, dass wir diese Klarstellung für uns erstmal vornehmen. Ich glaube, Herr Holmann, in dem Punkt sind wir nie auseinander gewesen, um das mal einen Schritt in die praktische Richtung zu bringen. Wenn man in der Tat ein System, wo wir in der Tat ja auch darüber diskutiert haben, etabliert, dass ein gegenseitiger Informationsaustausch stattfindet darüber, hat da niemand etwas gegen. Das Entscheidende ist, dass wir die Problematik VS damit immer noch nicht letztendlich gelöst haben. Das wissen Sie auch. Und das Zweite, was viel wichtiger ist in meinen Augen, dass es in der Tat eine Differenzierung gibt bisher oder gab in der Vergangenheit, die es zukünftig nicht mehr geben darf. Nämlich die Tatsache, dass man amtliches Schriftgut und alles das, was sonst zu dem Nachlass noch gehört,
in einen Topf wirft. Das muss man mal ganz klipp und klar sehen. Das sind immer noch unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, es besteht überhaupt kein Dissens darüber zu sagen, amtliches Schriftgut in einem Nachlass XY, der in einem Parteiarchiv liegt, unterliegt den gleichen Konditionen wie im Bundesarchiv. Da gibt es keine unterschiedliche Behandlung. Wir haben schon mal diskutiert, damals am 1. März vergangenen Jahres in Berlin, wo Sie vollkommen zu Recht darauf hingewiesen haben, der Unterschied zwischen staatlich und Parteiarchiven besteht darin, dass wir im Grunde genommen verpflichtet sind, dem Bundesarchivgesetz, während letztendlich die Parteiarchive keinerlei Verpflichtung haben. Daraufhin haben wir, glaube ich, auch zu Recht entgegengehalten. Es ist eine Selbstverpflichtung, aber die Selbstverpflichtung ist so verpflichtend gemacht worden, dass wir auch uns daran halten, letztendlich. Ich kenne augenblicklich kein Parteiarchiv, was sich nicht daran hält. Es mag da Modifikationen in der einen oder anderen Weise in der Vergangenheit gegeben haben, aber das ist im Grunde genommen die Linie. Und es darf eins, das ist mir ehrlich gesagt besonders wichtig, nicht als Eindruck weiterhin existieren, als würden Nutzer unterschiedlich behandelt. Und ich sage Ihnen, Nutzer sind ja in der Vergangenheit unterschiedlich behandelt worden. Und es ist auch nicht so, entschuldigen Sie, dass ich das nochmal sage, zu dem, was Frau Weber gesagt hat, dass die Diskussion jetzt 15 Jahre alt ist. Also Himmel, Herrgott, wir haben da schon Anfang der 80er Jahre darüber diskutiert, als überhaupt die Frage der Freigabe der Akten nach 45 kam und der Umgang überhaupt damit diskutiert wurde, ob man die Akten nach 30 Jahren schon freigibt. Also die Diskussion ist wirklich schon uralt. Und aus dem Grunde bin ich eher der Meinung, wir müssten sehen, dass wir gemeinsam da in diese Richtung einen wirklichen Schritt weiterkommen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, Anspruch ja oder nein, das ist richtig, Wiederbeschaffungsanspruch ja oder nein, er löst das Problem nicht. Herr Henne, tut mir leid, da bin ich absolut anderer Meinung wie Sie. Sie werden in der Praxis dieses Problem für die Vergangenheit nicht mehr gelöst kriegen und Sie werden erstmal klare Kriterien entwickeln müssen, wie dann möglicherweise in Zukunft eine Differenzierung auszusehen hat und der Einzelfall wird da relativ schwer zu entscheiden sein. Das ist ehrlich gesagt, entschuldigen Sie jetzt die Spitze, reines juristisches Denken, scheuklappenmäßig, ich habe eine Definition, danach habe ich mich zu richten, da ist das Thema durch. So einfach. Ja, es mag ja auch sein, dass das Bundesverfassungsgericht in dem Punkt vielleicht die Realität nicht kennt, aber wenn ich die Kollegen der anderen Parteierschriftungen hier sehe, dann möchten die bitte in gleicher Weise auch mal klar und deutlich sagen, wie schwierig, Herr Scholz hat vorhin darauf hingewiesen, wie schwierig das ab und an im Einzelfall ist, hier zu entscheiden. Von da aus, da hatten wir auch mal drüber gesprochen, Herr Hollmann, halte ich es für wichtig, dass man dann auch mal eine klare Kriteriendefinition sicherlich anhand rechtlicher Vorgaben macht, aber auch dann sich die Zweifelsfälle anguckt, denn da liegt letztendlich in meinen Augen der Hund im Wesentlichen begraben. Herr Hollmann? Also ich glaube, es kommt der falsche Eindruck auf, als wenn die VS wirklich das zentrale Problem sind. Sie sind ein besonders gravierendes Problem, aber sie machen natürlich nicht die zentrale Frage aus. Sie fallen uns in ganz besonderer Weise auf die Füße. Das würde ich nur gerne nochmal hinzugefügt haben, weil das sonst den Aber ich glaube, in der grundsätzlichen Frage der Behandlung sind wir gar nicht auseinander. Denn da können wir alle nur hoffen, dass 2024 die Umkehr der Beweispflicht dann in Kraft tritt und wir das Problem in dieser Form dann nicht mehr haben. Was ja auch schon, glaube ich, für die Administration eine riesen Herausforderung darstellt. Ja, jetzt bin ich ja verblüfft. Wir haben einen Kruzifixbeschluss. Also man kann natürlich beschließen, dass man dem Kruzifixbeschluss in Bayern nicht folgt, den Kreuzer hängen lässt, das ist okay. Aber ich meine, hier, ich habe ja diese Wiederbeschaffungspflicht nicht erfunden. Ich habe das referiert, was in einer für alle nachlesbaren Entscheidung, einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts steht. Und es ist ziemlich klar, dass auf dieser Linie des Bundesverfassungsgerichts weiter urteilen wird, wenn der nächste Fall dort auftaucht. Das war jetzt nicht die Privatmeinung von Herrn Henne, dass es diese Wiederbeschaffungspflicht geben soll. Das steht mit einem kleinen Fragezeichen, mit einer deutlichen Tendenz zur Bejahung in diesem Beschluss, Herr Küstler. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Jetzt können Sie sagen, das interessiert mich nicht, was Sie in Karlsruhe machen, nur ich meine, dann verlassen wir den Rechtsstaat und dann sind wir woanders. Der zweite Punkt nochmal, das, was Sie vorschlagen, wir halten uns ans Bundesarchivgesetz und damit ist doch alles gut.
ist explizit nicht der Weg, den diese Entscheidung gegangen ist. Das war der Punkt, den ich mit dem Kontrahierungszwang angesprochen habe. Man hätte sagen können, der Nutzer bekommt einen besonders privilegierten rechtlichen Zugang, einen Anspruch direkt gegen die Archive der Parteistiftung. Das Gericht hätte in diesem Vier-Personen-Verhältnis so vorgehen können, indem es dieses rechtliche Verhältnis betrachtet. Das hat es explizit nicht getan. Das Bundesverfassungsgericht hat das rechtliche Verhältnis zwischen dem Nutzer und der falsch abgebenden Behörde geregelt. Deshalb ist die Aussage, wir halten uns doch ans Bundesarchivgesetz und damit ist doch alles gut, rechtlich nicht weiterführend, weil das ist nicht das Verhältnis, zu dem Frau Weber jetzt geschickt. Sie muss jetzt eben nicht sich bei Ihnen melden und sagen, Sie müssen sich ans Bundesarchivgesetz halten, sondern Frau Weber muss sich beim Bundeskanzleramt melden und sagen, besorgt mir die Akten. Das heißt, diese Aussage, wir halten uns ans Bundesarchivgesetz, ist jetzt nicht das, was das Problem löst, sondern es ist das Verhältnis zwischen Nutzer, also Frau Weber in diesem konkreten Fall, und der falsch abgebende Behörde, worum es dann geht. Deshalb ist diese Aussage relevant. Aber wenn Sie halt sagen, Wiederbeschaffungs, das sei jetzt weltfremd und das machen wir halt nicht, ja gut, dann müssen wir doch, ja doch, so klang das bei Ihnen. Na, also dann besteht diese Wiederbeschaffungspflicht des Bundeskanzleramts und dann müssen wir jetzt nur darüber diskutieren, wie wir das, zum Beispiel haben wir gehört von der Helmut-Schmidt-Stiftung, man kann das Ganze doch umsetzen, ohne dass es so kompliziert ist. Man kann die Sachen digitalisieren, das haben wir doch gehört. Das ist doch gar nicht so schwierig. Das dauert jetzt vielleicht auch gar nicht so lang, wenn man nicht wie Helmut Schmidt 46 Jahre lang gesammelt hat zu Hause. Ja, bei Globke ist die Sammlungszeit schon ein bisschen kürzer. Das kann man digitalisieren, dann ist das Problem doch gelöst. Warum ist das nicht der Weg, mit dem man jedenfalls mittelfristig die Probleme aus der Welt schafft? Herr Thomas. Ich freue mich ja sehr, dass Herr Professor Henne sich das Urteil auch so in den Himmel gelobt haben und für so wichtig erklärt haben. Ich bin selber so ein bisschen da wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, weil ich mit dem Archivrecht, auch wenn ich jetzt hier sitze, so eine bedeutende Entscheidung, wie Sie es nennen, errungen zu haben, vorher überhaupt nichts zu tun hatte. Und erinnere mich wirklich genau, wie die Gabi vor mir saß und sagte, die Situation beschrieb, und das kann einfach nicht sein. Und wenn ich jetzt heute das auch zum ersten Mal in dieser Ausführlichkeit auch die Geschichte und die Rechtsauffassung mitbekomme, gleichzeitig auch meine eigenen Erfahrungen, die ich eben auch schon beschrieben habe, in der Ebert-Stiftung oder Sozialdemokratischen Stiftung in Bonn habe, wo sehr, sehr, sehr gut die Unterlagen vom BAR geordnet waren damals und wir sehr großzügig, auch weil wir über BAR direkt den Kontakt dort hin hatten, aber die Unterlagen einsehen durften. Also da habe ich sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Was ich aber nur sagen will, ob die Entscheidung zur Wiederbeschaffungspflicht das jetzt alles löst oder ob das Kernproblem ist, weiß ich nicht. Worum es aber geht, wenn ich das aus meiner Perspektive auch so ein bisschen vielleicht außensichtmäßig sagen darf, ist, dass da mit einem modernen Begriff ein anderer Mindset entsteht. Also dass einfach sowohl in dieser Beziehung jetzt parteinahe Stiftung, Bundesarchiv, Nutzer, als aber auch bei dem Politiker selbst, ja, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und da sind wir auf einer Seite, dass der eben nicht denkt, wenn wir uns den jungen Politiker oder auch den älteren Politiker vorstellen, ja, der in der Bundesbehörde zum Beispiel oder auch irgendwo anders dann lokal arbeitet, der muss ja wirklich das Bewusstsein haben, die Unterlagen, die ich hier anfertige, gerade auch im digitalen Zeitalter, die E-Mail, die so wichtig ist, wo ich diese und diese Entscheidung vorbereite oder treffe, die ist für die Nachwelt wichtig und ich bin gesetzlich verpflichtet, die abzuliefern und zwar nicht irgendwo bei meinen Parteifreunden, sondern beim Bundesarchiv. Ja? Das ändert ja auch gleich sogar vielleicht das politische Agieren, weil ich weiß, da ist someone watching me, irgendjemand beobachtet das, was da gerade passiert und ich muss das aufbewahren und kann das nicht irgendwo verschwinden lassen. Und ich glaube, das ist schon eine, vielleicht irgendwann ein Puzzlestück dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die sagt, wenn es da so einen Wiederbeschaffungsanspruch gibt und der Bürger kann das nachher, irgendein kritischer Bürger durchsetzen, dann ändert das hoffentlich das Verhalten der Politiker, die jetzt agieren. Haben Sie, glaube ich, meines Erachtens den springenden Punkt
angesprochen, denn wir reden jetzt eigentlich weitgehend über vorarchivische Probleme. Das heißt, die Registraturführung, das ist ja ein ganz zentrales Problem auch der Archivare, aber es ist ein vorarchivisches Problem. Wie werden die Dinge da abgelegt, wo sie hingehören? Das geht durch alle Ebenen und auch jetzt gerade, wenn wir die DMS einführen. Das ist das ganz Zentrale, dass man da vermittelt, eine Akte ist dafür da, Verwaltungshandeln nachvollziehbar zu machen und das auch auf Dauer. Und wenn das nicht funktioniert, heute wurde das schöne Beispiel vom Migrationsmasterplan, ja, das wäre nur noch zu überbieten gewesen, wenn der CSU drunter gestanden hätte. Das ist genau das falsche Denken, das da meines Erachtens eingesetzt hat. Und da müssen wir die Schraube zurückdrehen. Dann diskutieren wir nämlich gar nicht mehr über diese Probleme und dann ist das, was eigentlich eindeutig geregelt ist, künftig auch nachzuvollziehen. Das ist das was man auch für die Zukunft ableiten will. Das, was jetzt in den Archiven liegt, das ist eine andere Sache. Aber zukünftig müsste man darauf hinwirken, wohl wissen, dass das im Einzelfall, ich habe es an dem Beispiel der Oberbürgermeister klar gemacht, sehr schwierig ist, umzusetzen. Aber dennoch sollten wir darauf arbeiten. Tut mir leid, ich halte das für realitätsfremd. Also es ist formal gesehen, theoretisch haben Sie absolut recht, bin ich absolut bei Ihnen. Nur es ist überhaupt nicht mit der politischen Praxis kompatibel. Schauen Sie sich das an, wo Koalitionsverhandlungen vorbereitet werden. Welche Armada dafür vorbereitet wird in Ministerien, um ein Riesentableau an Gesetzesvorhaben erstmal zusammenzubekommen. Wie viele unterschiedliche Institutionen daran beteiligt sind. Ob das Parteiinstitutionen sind, ob das staatliche Institutionen sind. Sie negieren im Grunde genommen die Mitwirkung der Parteien beim politischen Willensbildungsprozess damit. Sie wollen es ex post im Grunde genommen wieder letztendlich in staatliche und Parteisphäre trennen, wo aber faktisch gesehen in der politischen Praxis überhaupt keine Trennung passiert. Und ich sage Ihnen, Herr Hollmann, ganz ehrlich, Digitalisierung hin, Digitalisierung her. Ich möchte mal wissen, ob das Bundesarchiv demnächst also nur authentische und authentifizierte Schriftstücke im digitalen Zeitalter enthält. Sie werden Schwierigkeiten haben, überhaupt festzustellen, was denn das Original ist oder in Anführungszeichen und was dann ursprünglich mal weggegangen ist. Sie waren derjenige, die mal in einer internen Runde vollkommen zurecht gesagt haben, wir wissen noch gar nicht, wie wir im Grunde genommen eine entsprechende vernünftige Erschließung aller elektronisch übernommenen Daten letztendlich gewährleisten können. Und dann wollen Sie im Grunde genommen zertifizieren, dass das authentische Schriftstück ist? Das ist doch überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht machbar. Also wir reden über eine theoretische Diskussion, die ich auf der einen Seite sehr wohl nachempfinden kann, die ich auch irgendwo für berechtigt erachte, die aber in meinen Augen mit der politischen Praxis überhaupt nichts zu tun hat. Politiker scheren sich einen, ich sag's mal deutlich, einen Dreck darum. Ob sie eine, und das ist das Problem. Das ist das Problem, ganz ohne Zweifel. Das ist das Problem. Ja, ich bin absolut einig mit Ihnen, dass das das Problem ist. Aber Sie werden es augenblicklich nur schwer durch eine im Nachhinein dann wie auch immer geartete Differenzierung hinkriegen. Wobei ich auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten möchte und sagen möchte, da ist überhaupt nichts machbar. Nur bitte, wir müssen auch die Realitäten sehen. Dass es eben halt diese Vermischung gibt auf allen Ebenen und dass es unheimlich schwer ist, genau diese Schwerpunkte auseinander zu halten, dass das tendenziell vielleicht möglich ist, da bin ich bei Ihnen, absolut. Aber in dieser Ausschließlichkeit, auch ein Wiederbeschaffungsanspruch, ja, es mag sein, dass der dann formal existiert, dass man dann, wenn es denn wirklich rechtlich von Fachgerichten steht da übrigens dran in dem Urteil, dass es von Fachgerichten erstmal entschieden sein muss, dass es diese Pflicht dann geben sollte. Sollte. Wir sind ja noch gar nicht so weit. Bitte gehen Sie nicht hin und beanspruchen schon einen Wiederbeschaffungsanspruch, der juristisch letztendlich noch nicht endgültig entschieden ist. Also wir müssen da auch bitte die unterschiedlichen Stadien auseinanderhalten. Aber trotz und alledem, wenn es das geben sollte, ich sehe es nicht, wie es für die Vergangenheit gehen soll, sondern wenn, kann es nur für die Zukunft sein. Und auch da wird es verdammt schwierig sein, diese Dinge so auseinanderzuhalten. Ich will gar nicht viel dazu sagen. Natürlich haben Sie recht, auch in den Ministerien, auch in nachgeordneten Behörden wird Koalitionsverträgen zugearbeitet.
aber den Entwurf meines Berichts an BKM über Fragen, die nach meinem Dafürhalten im Koalitionsvertrag geregelt werden sollten, wird damit für mich nicht zur Parteischrift gut. Die Frage ist für mich vielmehr, wem geben wir den Vorrang? Und hier müssen wir, glaube ich, deutlich feststellen, das ist zumindest meine Auffassung von Staat, und dass wir den Mitwirkungsanspruch der Parteien an der politischen Willensbildung nicht in einen Vorrang der Parteien ummünzen dürfen. Und dass die Parteien an dieser Stelle nicht beanspruchen dürfen, über dem administrativen Apparat zu stehen. Noch, das sage ich jetzt mal ganz erhaben, stehen wir als Bundesarchiv im Rahmen der Bundesverwaltung für ein Verfassungsorgan, und das sind die Parteien eben nicht. Ganz kurz, also bei der Stelle würde mich jetzt auch interessieren, ob die Stiftungen, die sich neulich hier nicht zu Wort gemeldet haben, das etwas anders akzentuieren. Vielleicht wäre das gerade die Stiftungen nicht mehr. Es gibt noch andere Stiftungen, die sich heute noch gar nicht gemeldet haben. Ja, also es gibt da hinten eine Wortmeldung von Herrn Scholz. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit haben wir vom Ausstieg der sozialen Demokratie etwa seit 2006, 2007 eine Handreichung aktiviert, worauf wir explizit hinweisen, dass wir staatliche Überlieferungen nicht überlegen. Bei den Bundestagswahlen, Sie kennen die Ergebnisse der letzten Jahre, die für die SPD eine ganze Reihe personeller Veränderungen hervorgerufen hat, um das mal vorsichtig zu formulieren, hat es genau da in der Praxis schon ein Prozedere gegeben. Das heißt, bei der Übergabe der Überlieferung der SPD-Bundestagsfraktion oder der Abgeordneten sind Kollegen und Kolleginnen vor Ort vorher, schon etwa 3-4 Monate vorher, dann zweimal noch kurz vorher hingefahren und haben die Büromitarbeiter, das ist der Knackpunkt, Büromitarbeiter, Mitarbeiter darauf hingewiesen, was staatliche Überlieferung ist, die abgeben wird, was Parteiüberlieferung ist. Ich will aber nicht verhehen, sondern da küsst das nicht unrecht, es gibt was Schlechtes. Was ist zum Beispiel, wenn ein Büromitarbeiter eines Ministers sich an den Wahlkreis wendet, des Abgeordneten, und es dort eine Korrespondenz gibt. Also eine Mischform, die sich die Prominenz so gar nicht unbedingt feststellen kann. Man muss sich da halt im Einzelnen dann stärker mit auseinandersetzen. Ich habe heute Vormittag schon mal einen Vorschlag gemacht, der ist meiner Ansicht nach viel wichtiger, weil der Adressant ist ja nur das. Wenn der in die Funktion kommt als Staatssekretär, als Minister, muss der wissen, was er halt als staatliche und amtliche Überlieferung hat. Das ist der Knackpunkt. Sie glauben gar nicht, wie viele Anfragen wir bekommen von abgebenden Personen, die sagen, ja, das ist der staatliche Überlieferung. Ist das jetzt hier in der Logik? Und zwar nicht von dem Abgeordneten selbst, sagen die Staatssekretärin, sondern das macht sein Büro. Und die Büromitarbeiter und Mitarbeiter, die sind diejenigen, die an der Stelle den Schnitt stellen. Und können Sie sich vorstellen, bei der letzten Bundestagswahl sind Dutzende von SPD-Abgeordneten aus verschiedenen Gründen nicht wiedergegeben worden. Entweder weil sie nicht wiedergegeben sind oder aus anderen Gründen halt sozusagen ihre Unterlagen abgeliefert, aber auch eine Folgeablieferung, die wir haben. Und dann haben sie natürlich zum einen die Überlieferung in den Büros selbst, in den SDA-Büros oder halt im staatlichen Kontext, aber auch in den Wahlkampf, das bei uns getrennt abgefischt. Also sie haben eine relativ begrenzte Zeit, wo sie die Unterlagen von Folgeablieferung übernehmen müssen. Das heißt, die archivische Vorfeldarbeit ist meiner Ansicht nach ein entscheidendes Moment, darauf hinzuweisen, auch aus dem Kontext im kommunalen Bereich, wo man vielleicht auch deutlich machen muss, dass es mehr kommunalen Bereich besser aufgehoben als anderswo. Ein Beispiel war ja heute Morgen Johannes Rau. Bei Johannes Rau, das habe ich schon mal bei BKK sehr deutlich gemacht, ist ein sehr gutes Beispiel. Wir haben hier die Überlieferung als Juso-Vorsitzender bei uns im Organisationsbestand der SPD. Wir haben die Überlieferung als Bürgermeister von Wuppertal, die liegt im Stadtarchiv von Wuppertal. Wir haben die Überlieferung als Ministerpräsident von NRW, die liegt beim Kollegen Bischof am Landesarchiv. Wir haben natürlich den Bundespräsidenten, was das staatliche Überlieferung von den privaten Daten ist. Er hat aber beispielsweise eine Überlieferung unter evangelischen Grund, also sprich in den Funktionen, die er dort hat. Über die Nachlassdatenbank des Bundesarchivs ist ganz deutlich ausgewiesen, wo welche Überlieferung ist. Und zum Zweiten, Überlieferungsbildung im Verbund ist auch eine sinnvolle Sache, wo man im Einzelfall darüber reden muss. Macht es nicht sehr viel stärker, denn macht es mehr Sinn im regionalen Bereich, aber der Schwerpunkt des Abgeordneten, selbst wenn er staatliche Funktion hat, dann auf die untere Seite zu verzichten oder wie wir auch halt bei Parteibeständen, also von Personen, Kommunalarchiven den Vorrang gelassen haben. Ein Beispiel werde ich auch noch schief verbringen, beispielsweise, wo halt ein Nachlassverwalter versucht hat, eine
Information läuft in diesem Kontext sagen, aber ich finde, der entscheidende Punkt ist diese aktive Vorfeldarbeit und die Protagonisten in der Stelle halt zu informieren, was denn eigentlich eine staatliche Überlieferung bedeutet. Vielen Dank. Gibt es dazu noch eine Anmerkung auf dem Podium? Ja, das ist im Grunde genommen der Idealfall. Wäre schön, wenn es so funktioniert. Und ich würde jetzt gerade, das ist ja wieder der Appell, zu kooperieren. Genau das Thema würde ich jetzt nochmal verhandeln wollen hier auf dem Podium, aber auch mit dem Publikum. Sie dürfen gerne auch Fragen stellen. Es gibt den Vorschlag des gemeinsamen Papiers. Es gibt auch andere Kooperationsvorschläge. Wie könnte Kooperation konkret aussehen? Herr Holm. Ich habe es ja eben schon angedeutet. Ich glaube nicht, dass wir uns regelmäßig ein, zwei, dreimal im Jahr treffen sollten, um dann ein Konzil darüber abzuhalten, was mit den jeweils neu angebotenen Unterlagen oder den neu akquirierten Unterlagen geschehen soll, sondern dass wir tatsächlich einen klaren Verfahrensvorschlag haben, in dem wir uns gegenseitig versichern. Ich sage bewusst gegenseitig, weil ich auch nicht Lust habe, mich hier als Bundesarchiv ins Unrecht zu setzen, indem ich die Überlieferungen anderer Rechtsträger quasi vereinnahme, sondern dass wir uns wirklich gegenseitig vereinbaren darauf, dass wir das, was dem jeweiligen Eigentümer zusteht, auch zugehören, zukommen lassen. Das gilt dann für die Parteien genauso. Dass es immer eine Grauzone geben wird, darüber sind wir uns völlig einig. Aber es muss eben klar sein, welche Bereiche nicht die Grauzone sind. Also der berühmte Schriftwechsel mit dem Wahlkreis betrifft natürlich den Abgeordneten, nicht den Minister. Selbst wenn das im Ministerbüro liegt, aber die Stellungnahmen und die Entwürfe zu einem Gesetz betreffen nicht den Abgeordneten, sondern den Minister und gehören deshalb in die andere Überlieferung rein, nach dem Grundsatz, den ich schon mehrfach zitiert habe. Die Unterlagen haben vollständig zu sein und den Gang der Dinge vollständig nachzuweisen. Es soll ja keine Enteignung an dieser Stelle stattfinden. Und ich meine, dass hier, wann immer Menschen im Rahmen von Institutionen tätig werden und Verantwortung übernehmen, sie nicht selbst die Institution kapern können, sondern die Institution ihr eigenes Recht daran behalten muss. Und das gilt dann für die jeweilige Partei oder die Kirche oder auch ein Verein genauso wie für die Bundesverwaltung und dann in der Konsequenz dann für das Bundesarchiv. Ich glaube, was wir brauchen, ist nochmal eine Verständigung über diese Grundsätze. Ich bin häufig gefragt worden, was ich jetzt in Bezug auf Frau Kohl zu unternehmen gedenke. Und dann für mich ist die Sache ganz einfach. Entweder das, was sie gesagt hat, stimmt, und dann werden künftige Nutzungen des Nachlasses, und die wird sie ja nun auch haben wollen, das hat sie ja auch deutlich gesagt, werden erweisen, dass das so ist. Wenn aber Nutzer dieses Nachlasses herausfinden, da sind amtliche Unterlagen drin, dann bin ich wieder da. Und von daher muss man deutlich machen, man muss nachher vernünftig damit umgehen. Und dann macht es mir übrigens auch nichts aus, ob das schon mal unter einer anderen Signatur zitiert wurde. Denn auch eine andere Signatur kann den Eigentumsanspruch der öffentlichen Hand dann nicht aushebeln. Ich glaube, wir sind, was die Pragmatik angeht, gerade auch in dem Bewusstsein um die Übergänge gar nicht so weit auseinander. Man muss es nur tun und man muss sich nicht gegenseitig generell die Kompetenz darin bestreiten. Danke. Herr Küstitz, wie sehen Sie das? Ja, ich denke mal, der vorgezeichnete Weg ist letztendlich schon mal vor 2 Jahren eingeschlagen worden. Das wird sicherlich notwendig sein. Ich bin der Meinung, das allgemeine Bemühen auch der Parteiarchive, obwohl ich da gar nicht mehr für sprechen kann, ist sicherlich vorhanden, so wie ich die Sachlage einschätze. Auf der anderen Seite wird man immer wieder Graufälle haben, das ist vollkommen klar. Im Übrigen finde ich einen gewissen Archivpluralismus auch gar nicht so schädlich, um das auch mal deutlich zu sagen. Da ist natürlich auch eine Wettbewerbssituation, das muss man auch mal klar und deutlich definieren, die man nicht verhehlen darf. Und letzter Punkt, ich will jetzt nicht ein neues Fass aufmachen, aber wie gehen wir denn damit um, wenn Politiker weder in das Bundesarchiv noch in Parteiarchive ihre Nachlässe abgeben?
wenn Sie sie bei Universitäten bunkern oder beim Institut für Zeitgeschichte oder bei sonst einer Institution, bei einem Kommunalarchiv. Solche Fälle gibt es. Ich meine, natürlich gibt es für alles eine Regelung und eine Möglichkeit, nur ich will deutlich machen, auch amtliches Schriftgut geht dann über diesen Weg in ganz andere Institutionen hinein, über die wir überhaupt noch nicht gesprochen haben. Und dann hat man faktisch die gleiche Situation, aber dann muss man die mit ins Boot holen, ganz, ganz klipp und klar. Ich will jetzt auch nicht noch ein weiteres Feld aufmachen, aber das kommt ja ab und an auch vor, dass zum Beispiel, ich benutze jetzt bewusst den Ausdruck, fremde Mächte, Materialien von fremden Mächten in Nachlässen sich widerspiegeln. Bei Außenpolitikern ist das ab und an gang und gäbe, dass da NATO-Sachen oder was weiß ich, EU-Sachen drin sind. Auch da gibt es denn in der Tat eine Frage, wie geht man damit um? Ich will das Problem nicht ausdehnen, nur den Hinweis würde ich gerne nochmal loswerden. Danke. Nur ganz kurz dazu, ganz neu ist es ja nicht, genau, das haben wir ja bei dem Bundesverfassungsgerichtsurteil auch drin gehabt. Ja? Das sind ja die Unterlagen zu Abs, die eben im Historischen Institut der Deutschen Bank liegen. Und das ist keine parteinahe Stiftung und das ist dann eben der dritte Weg, die Sachen sich zu entledigen oder beziehungsweise die in Hände zu geben, wo man meint, da sind die wahrscheinlich geschützt. Man muss ja auch denken, die machen das ja nicht ganz einfach nur aus Versehen oder so. Die bringen die da ja auch unter. Also meinen, da ist jemand, der vielleicht damit besser umgeht als jemand, der da nach hoheitlichen Grundsätzen zumindest verpflichtet ist, gleichberechtigt Zugang zu gewähren. Und das ist ja durchaus eine Frage, die ihnen aber auch bisher nicht von den anderen Versammelten hier aufgeworfen und bis zum Bundesverfassungsgericht getrieben worden ist, sondern von uns oder von Frau Dr. Weber, das muss man auch mal sagen. Also es klingt so ein bisschen naiv, wenn es jetzt so tut, als wäre das jetzt eine neue Sache. Die Frage muss man ja auch mal stellen, die haben wir vor 8 Jahren schon gestellt, ja, und setzen uns jetzt damit auseinander und das Historische Institut bzw. das Kanzleramt sagt immer noch, ja, guck doch da, ob die da sind. Ja, also den haben die immer noch nicht. Auch ganz kurz noch, ein Wettbewerb um amtliches Schriftgut kann es meines Erachtens nicht geben. Es kann einen Wettbewerb geben um Nachlässe, da sind wir uns einig und das ist kommunales Alltagsgeschäft. Wir haben also nicht nur die Parteiarchive, die eigentlich eher nur am Rande, da gibt es das Literaturarchiv, da gibt es das Tagebucharchiv und auch auf lokaler Ebene wird gesammelt. Das ist eine ganz normale Sache, dass wir da in Konkurrenz treten, aber das, was sozusagen auf gesetzlicher Grundlage dem Kommunalarchiv zusteht, da kann es keinen Wettbewerb geben, das ganz deutlich zu sagen. Nur ein Satz ganz kurz, aber deshalb ist die Entscheidung auch so wichtig, weil da ja gerade zu der Frage des Eigentums, dass es nicht plötzlich abhanden kommt, ganz viel gesagt wird vom Bundesverfassungsgericht. Und also wieder Beschaffungsanspruch gilt ja nicht nur für Gabi Weber, sondern für jedermann. Und der ist ja so konstruiert, dass das Bundeskanzleramt eben den Anspruch hat, sich die Sachen wiederzuholen. Und das ist ja das Zentrale. Ja, das ist das Zentrale. Und es wurde ja auch berichtet, dass es wohl aus dem Kanzleramt die Position gibt, naja, dann legalisieren wir eben die Situation. Die Frage ist, gibt es die Möglichkeit, auf das Kanzleramt an der Stelle so Einfluss zu nehmen, dass die Wiederbeschaffung funktioniert und dass amtliche Unterlagen auch dahin kommen, wo sie hingehören? Ja, Henne? Als Jurist, ja, da ist, dafür sorgt ja gerade Frau Weber jetzt mit den aktuell laufenden Verfahren. Ja. Die sind ja eben deshalb auf diese Defensivposition, was wir gehört haben, das Rechtsschutzbedürfnis fehlt. Da wird eben aus dem Wiederbeschaffungspflicht, wird jetzt plötzlich eine Selbstbeschaffungspflicht. Ja. Das steht aber nicht da drin. Also das, denke ich, geht nicht. Die politische Einflussnahme wäre ja schon möglich, weil die Stiftungen sind dann ja auch nicht so weit von jeweiligen Parteien entfernt, Herr Küsters. Also es wäre ja schon möglich, dass jetzt auch über die CDU und das Bundeskanzleramt hineingewirkt wird, dieser aktuell geltenden Rechtslage nun zu entsprechen. Also darf ich nochmal klar und deutlich sagen, das ist nicht unsere Aufgabe als Archiv hier Politik zu machen, um das mal klar und deutlich zu sagen. Und wenn, ist es nicht nur die CDU, sondern wenn es natürlich auch eine Koalition oder Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag, die letztendlich darüber entscheiden müssen.
Es sind letztendlich die Abgeordneten, die ihrerseits hier auch eine Entscheidung bei der Novellierung des Bundesarchivgesetzes getroffen haben. Also da muss man wirklich die Kirche mal im Dorf lassen. Das heißt, so, man kann das einfach im Grunde genommen versuchen, darauf einzuwirken. Aber es geht ja jetzt ums Bundeskanzleramt. Das Bundeskanzleramt ist jetzt nicht von der SPD, sondern CDU. Ja, I'm sorry, aber es hat da nichts zunächst mal mit zu tun. Es gibt zwar eine Richtlinienkompetenz der Bundeskanzlerin, aber es gibt auch noch weitere Aufgaben. Zum Beispiel untersteht Herr Hollmann nicht dem Bundeskanzleramt, nur allenfalls indirekt, sondern zunächst mal dem BKM. Also von da aus sieht es natürlich auch anders aus. Und wenn solche gravierenden Entscheidungen getroffen werden, werden sie nicht vom Bundeskanzleramt dekretiert, sondern umgekehrt ist es natürlich, wenn es wirklich zu einer in Anführungszeichen Legalisierung kommt, ich weiß gar nicht, was darunter zu verstehen ist, das heißt, denn es wird ein Gesetz zum Umgang mit Nachlässen oder dergleichen formuliert werden, dann werden Sie diese Situation haben. Na, Legalisierung, das ist offenbar, es ist ja nur über den Verfahren gegen die Frau Weber wird vom Bundeskanzleramt geäußert worden, ja, wenn ihr so weitermacht, dann legalisieren wir das. Das würde heißen, einfach, es findet hier eben ein Eigentumswechsel jetzt statt, der wird gesetzlich angeordnet. So habe ich diese Idee dieser Legalisierung verstanden. Also das heißt, alles, wo es jetzt ist, ist plötzlich dann legal. Ja, dann, also ich glaube, Sie entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen provokativ sage, Sie sollten sich mal mit der Arbeit der Stiftungen auseinandersetzen. Wir sind auch nicht weisungsabhängig von der CDU. Zum Zweiten haben wir im Grunde genommen allerschwierigste Rechtsverhältnisse, was den Umgang mit den Parteiakten anbelangt. Wir sind doch nicht in der Lage zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal eben kurzerhand ans Kanzleramt ran und sagen denen, was die da zu tun und zu lassen haben. Also welche Vorstellung steht dahinter? I'm sorry. Ich würde ganz gerne noch den Herrn Hollmann fragen, ob das Bundesarchiv da die Möglichkeit hätte, darauf Einfluss zu nehmen. Naja, ich habe die Einflussmöglichkeiten eines ganz normalen Beamten. Und die Einflussmöglichkeiten eines Beamten sind, so lange Widerspruch zu leisten, bis die vorgesetzte Stelle in der richtigen Form sagt, nun ist gut. Dann bin ich zwar gezwungen, nicht Ja zu sagen, sondern nur Amen, aber Ja sage ich dann nicht. Und mein Nein wird dann Einfluss in einen Vermerk finden oder in einen Bericht. Das wird sich in den Akten niederschlagen. Denn aber ansonsten stehe ich natürlich mehr als nur mittelbar in einem Unterordnungsverhältnis zum Bundeskanzleramt, denn die Bundesverwaltung untersteht nun mal der Bundesregierung und BKM ist ja ohnehin eine Behörde in einer gewissen Zwitterstellung als auf der einen Seite Behörde, der Beauftragte für Kultur und Medien, auf der anderen Seite als Abteilung K des Bundeskanzleramts. Von daher gibt es schon die Möglichkeiten, die ein normaler Beamter hat, seine Vorgesetzten darauf hinzuweisen, dass hier nach seinem Dafürhalten eine falsche Entscheidung getroffen wird. Und das ist dann etwas, jetzt mögen Sie sagen, das muss die nicht interessieren. In der Tat, Obersticht unter ist diese Weisheit. Und so heißt das dann auch. Und daran, ich muss mich letztendlich dann auch an Weisungen halten. Aber das sage ich allen jungen Kolleginnen und Kollegen, die ich vereidige, ab und zu mache ich das ja. Mein Dienstrat heißt, ich schwöre das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Das kann ich auswendig. Und da steht nicht Grütters drin, da steht nicht Merkel drin, da steht nicht Steinmeier drin, sondern da werde ich ganz explizit auf die Rechtsordnung verpflichtet. Dass meine Amtspflichten mich in ein gewisses hierarchisches Verhältnis einbinden, ist überhaupt keine Frage. Und das akzeptiere ich. Aber auf der anderen Seite muss es ganz klar sein, und das erwartet man von jedem Beamten in einem bürokratischen Rechtsstaat, dass auch das Remonstrieren dazugehört. Und das ist das Mittel, das mir gegeben ist, aber das ist auch das Einzige. Ja, vielen Dank. Ich fand es wichtig, dass es klargestellt wird. Herr Pasch. Mir hat mal das Bundesamt für Verfassungsgericht geschrieben, das Bundesarchivgesetz ist nicht auf uns anwendbar. Das VG Köln hat dann das Bundesamt für Verfassungsschutz eines Besseren belehrt. Wenn Sie die Kompetenz an sich ziehen, jetzt gerade
vom Konrad-Adenauer-Stiftung zu sagen, was amtliche Unterlagen sind und was nicht, und dass das nicht die Juristen beurteilen, so die etwas laute Meinung hinter mir, dann muss halt irgendwann ein Staatsanwalt das Ihnen sagen. Wenn Sie sagen, Sie haben nichts mit dem Konrad Adenauer, schon mit dem Bundeskanzler zu tun, dann frage ich mich, warum Sie über Nutzer, die Ihr Archiv nutzen, sofort dem Bundeskanzleramt berichten. Also Punkt 1 bitte ich Sie, die Dinge wirklich so wiederzugeben, wie ich sie gesagt habe. Ich habe gesagt, wir sind als Stiftung eine unabhängige Stiftung und sind nicht in der Lage, auf das Kanzleramt in irgendeiner Form im Hinblick auf ein Gesetzgebungsverfahren oder Legalisierung oder immer, wie Sie das immer auch bezeichnen mögen, letztendlich einzuwirken. Und zum Zweiten, was Informationspflicht anbelangt oder Nicht-Informationspflicht anbelangt, bin ich persönlich da überhaupt gar nicht in dieser Weise von betroffen, sondern umgekehrt, wenn solche Informationen von uns erbeten werden, im Sinne von, da ist ein Nutzer, wir geben den Vorgang an Sie weiter, dann ist das doch im Grunde genommen eine ganz, sag ich mal, selbstverständliche Sache, dass denn der Nutzer zu uns kommt und wir mit dem Nutzer dann in Kontakt treten. Entschuldigen Sie, und dann berichten Sie über die Nutzung der Nutzer bei Ihnen an das Bundeskanzleramt? Ich habe darüber... Also ich lese Ihnen mal vor, was Sie mir geantwortet haben, nicht berichtet. Sie, sondern die Konrad-Adenauer-Stiftung am 28. August 2018. Dann bitte ich erstmal zu differenzieren, dass ich seit 1. Juli 2018 in Ruhestand getreten bin. Lassen Sie mich einfach ausreden. Dann bin ich nicht persönlich. Ich sage Ihnen, die Konrad-Adenauer-Stiftung, deren Interessen Sie hier immer weiter vertreten, schrieb mir am 28. August 2018... Diese Daten sind nicht an Dritte weitergegeben worden, nämlich meine. Es erfolgte lediglich eine telefonische Information an Frau Karg, Mitarbeiterin des Bundeskanzleramts, dass sie am 22. Mai 2018 Akten aus dem Nachlass Globke im Archiv der Konrad-Adenauer-Stiftung eingesehen haben. Entschuldigen Sie, was geht das Bundeskanzleramt an und auf welcher Rechtsgrundlage berichten Sie an das Bundeskanzleramt? Da sieht man eben, dass diese Unterlagen und deren Nutzung nicht den Parteiarchiven überlassen werden kann. Und das ist mein Punkt. Sie mögen den Punkt so setzen, wie Sie ihn wollen. Ich habe Ihnen schon klipp und klar gesagt, das ist nicht von mir geschrieben. Ich persönlich habe in dieser Frage, weil das außerhalb meiner Zeit ist, überhaupt keine Kompetenz mehr, letztendlich was zu antworten. Nur, es ist eine Vermutung, die dabei im Hintergrund eine Rolle spielt, soweit ich in diese Einsichtnahme letztendlich involviert war, ist sie vom Kanzleramt gekommen mit dem Hinweis, sogar in dem Fall ist das Kanzleramt, hat mir mitgeteilt, dass hier entsprechend die Akten eingesehen werden sollen. So einfach war das. Und das haben Sie auch im Grunde genommen anstandslos vorgelegt bekommen. Es sind ja Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung da. Vielleicht können Sie zur Aufhellung dieser Sache noch was sagen. Aber es ist natürlich ein Einzelfall, der mit dem Thema der Podiumsdiskussion eigentlich nichts zu tun hat. Frau Witt. Eine Richtigstellung und dann habe ich zwei ganz konkrete kleine Fragen. Wir hatten ja neulich eine gute Verhandlung gegen das Kanzleramt in Sachen Arzt und so. Und dann haben die Damen vom Justiziar vom Kanzleramt ganz klar gesagt, die waren also, haben das für den Vorschlag gemacht. Haben dann gesagt, Sie sind Frau Weber, wir können das auch gesetzlich regeln. Wie gesagt, das ist so gefallen und kann man auch da der Qualität regeln, dass die Dinge, die jetzt in den Parteistiftungen, in den Archiven der Linken, da auch hingehören. Das wurde der Fall von Röber von der Adenauer-Stiftung, Adenauer aus Aber erwähnt. Also das sage ich mir jetzt nicht aus dem Film an. Ich habe aber jetzt zwei ganz konkrete Fragen, eine an Sie und eine an Sie, Herr Heumann. Von der Hans-Seidel-Stiftung haben wir heute noch gar nicht gesprochen. Und die Hans-Seidel-Stiftung ist immer noch im Besitz des Nachlasses und der Unterlagen über Franz Josef Strauß. Ich weiß, dass es dort Unterlagen gibt, also auch Kollegen von mir dort Einsicht nehmen wollten. Denen wurde gesagt, nein, das geht nicht,
Das haben wir so, haben es auch nicht weiter begründet. Das wird jetzt wahrscheinlich seinen juristischen Weg gehen. Ich rede dem Kollegen auch aktiv zu, das zu tun. Haben Sie die Möglichkeit, dass Sie diesen Nachlass oder dass Sie das wieder geschaffen und ins Bundesarchiv holen? Ganz konkret, Franz Josef Strauß war Bundesminister, der hat diese Bundesrepublik mitgeprägt, ein wichtiger Mann. Wie sehen Sie die Chancen? Und die zweite Frage an Sie, wir reden jetzt immer noch von dem Glöckner-Nachlass. Ich weiß, der ist inzwischen digitalisiert, das ist auch erwähnt worden vom Kanzleramt, als es damals deklassifiziert wurde. Warum machen Sie da jetzt eigentlich so eine Machtfrage raus? Warum liegt der Glöckner-Nachlass nicht in Koblenz oder in Berlin im Bundesarchiv? Dort gehört er hin, Sie haben doch eine Kopie. Warum begnügen Sie sich damit nicht? Dann sind Sie zufrieden, Herr Hollmann ist zufrieden, die Nutzer sind zufrieden. Wo machen Sie das Problem? Also das Problem ist natürlich, liegt nicht nur, und jetzt muss ich mal sagen, auf unserer beider Seiten, sondern das Problem ist wiederum ein eigentumsrechtliches. Ein Nachlass ist normalerweise privates Eigentum. Und wenn ich jetzt sage, darin können auch eingesprengselt Dinge sein, die den Leuten nicht gehören, sind die formal nicht Teil des Nachlasses, sondern müssten irgendwo anders hingegeben werden. Wenn ich jetzt die mal abräume, also auch im Nachlass Strauß gibt es amtliche Unterlagen, das ist kein Geheimnis, denn die sind auch schon zitiert worden. Horst Möller hat sie zitiert, sie sind in anderen Kontexten teilweise auch schon ediert worden. Sie erinnern sich in den Krone-Tagebüchern die Denkschrift von Strauß über den Bundesverteidigungsrat und solche Dinge. Das ist kein Geheimnis, dass die da sind. Und da gilt mein Anspruch genauso wie gegenüber anderen amtlichen Unterlagen. Die Dinge haben ganz ordentlich ein Aktenzeichen, sie haben ordentlich auch eine VS-Nummer, also von daher, aus meiner Sicht, glaube ich, ist das alles okay. Aber alles andere, was einer Familie gehört oder einer Person gehört, darüber dürfen die frei testieren. Und wenn die sagen, das kommt nicht ins Bundesarchiv, dann kann der Mann so wichtig gewesen sein für die Republik, wie er wollte. Die haben sogar das Recht, die Dinge wegzuwerfen, solange es nicht das Eigentum anderer Leute ist. Das mag man beklagen, aber das ist etwas, womit wir uns, glaube ich, alle zurechtfinden müssen, denn wir haben ja nur von einem geringen Teil aufs Ganze gesehen. Von, wenn ich alle Bundesminister und Staatssekretäre zusammennehme, ja nur von einem vergleichbar geringen Teil, Nachlässe oder nachgelassene Papiere. Ich glaube, wenn wir das mal insgesamt mit den zusammenrechnen, kommen wir wahrscheinlich noch nicht mal auf ein Drittel. Es ist ja auch nicht gesagt, dass tatsächlich immer in diesen Nachlässen amtliche Unterlagen oder eben Bedeutsames drin ist. Es wurde schon über den Nachlass Erhard gesprochen. Das ist eine ganz andere Nummer im Verhältnis zum Nachlass Brandt oder Nachlass Schmidt, was Inhalt und Gehalt angeht. Und in der Regel sind sie auch ohnehin nur Durchschläge oder meistenteils. Also von daher, wenn eine Familie, wie die Familie Strauß sagt, die Dinge haben wir geerbt und mit denen gehen wir um, wie wir das wollen, dann können wir denen das gar nicht bestreiten. Wir können nur sagen, wie es Frau Kohl geschrieben hat, was darin amtlich ist, darüber könnt ihr nicht verfügen. Und da gibt es eigentlich einen geregelten Weg, damit umzugehen. Und das gilt im Übrigen, wenn ich das so sagen darf, ja nicht nur für die amtlichen Unterlagen. Wenn darin die Unterlagen, jetzt ist der Strauß in Bezug auf die Konrad-Adenauer-Stiftung das falsche Beispiel, aber wenn im Nachlass Kohl vielleicht keine amtlichen Unterlagen drin sind, aber meinetwegen die Originale irgendwelcher, gehen wir davon aus, dass das nicht der Fall ist, Bundesvorstandssitzungen oder sonstige Dinge, dann würden die mit dem gleichen Recht der CDU zustehen. Und die CDU könnte die herausfordern, das gleich für Strauß mit der CSU. Also ich glaube, das ist eine Frage, an die wir nie wirklich rankommen werden, weil das eine Form von Enteignung wäre, nach dem Motto, du warst bedeutend und deshalb enteignen wir dich jetzt, oder ihr Vater war bedeutend und deshalb enteignen wir sie jetzt. Und da gibt es, glaube ich, einen Konsens zwischen allen Kräften im Bundestag, dass wir so weit nicht kommen. Das ist die einfache Realität. Ich kann eigentlich nur das jetzt wiederholen, was Herr Hollmann gesagt hat. Ich greife nur das Stichwort, was Sie gerade nannten, Machtfrage nochmal auf. Es geht ja nicht hier um eine Machtfrage, sondern es geht um eine Grundsatzfrage.
und dass wir im Grundsatz in dem Umgang durch vielerlei Faktoren, das habe ich heute Morgen, glaube ich, mit der ersten Intervention klar und deutlich gemacht, eine Historie haben, wo alle unterschiedlich agiert haben, das glaube ich ziemlich klar. So, und es gilt darum, diese Grundsatzfragen für die Zukunft so zu regeln, dass sie im Grunde genommen nach Möglichkeit allen entsprechenden rechtlichen und sonstigen Vorschriften letztendlich gerecht werden. Das ist eine schon für sich genommen schwierige Situation, wobei ich aber ehrlich gesagt auch vorrangig der Meinung bin, wie der eine oder andere hier auch, das Nutzerinteresse ist letztendlich das Entscheidende. Denn das ist das, was uns an Erkenntnis bringt. Tun wir doch nicht so, als müssten wir im Grunde genommen Akten im Bundesarchiv aufbewahren, ob sie amtlich oder nicht amtlich sind, oder in irgendeinem Parteiarchiv verwahren, ob es amtlich oder nicht amtlich ist oder Parteiarchiv ist oder dergleichen. Im Kern steckt doch die Frage dahinter, ist die Zugänglichkeit gegeben und ist die Nutzung und die Erkenntnis, die wir daraus haben. Sonst können wir unsere Akten wegschmeißen. Das ist das Entscheidende. Doch ein Archiv ist nicht um seiner selbst willen da, sondern es ist für die Nutzung da und es ist für den Erkenntnisgewinn für die Zukunft da. Und es ist sicherlich auch, das will ich nicht bestreiten damit, eine Eigentumsfrage, Herr Heumann, um das klar und deutlich zu sagen. Aber bitte lassen Sie uns auch den praktischen und pragmatischen Aspekt der Nutzung zunächst mal in der Frage sehen. Aber vielleicht einen Satz noch zu dem, was Sie gesagt haben aus Ihrer Diskussion im Bundeskanzleramt. Wenn ich ehrlich bin, also diese Option sehe ich nicht. Es würde ja tatsächlich bedeuten, dass hier ein Zustand, dass man einen Zustand für illegitim hält oder illegal hält und ihn dann legalisiert und auf die Art und Weise zum Beispiel eine Situation herstellen könnte, dass Eigentum des Bundes außerhalb der Bundeshaushaltsordnung, die ist ja normalerweise sehr rigide, einem anderen Eigentümer zugefügt wird und wenn es sein Eigentum ist, kann er damit machen, was er will. Das heißt, streng genommen könnten dann Unterlagen verkauft werden, verschenkt werden, sonst irgendwas. Von daher, ich glaube, was da im Zorn dahingesprochen gewesen sein mag, ist etwas, was in der Realität nie wirken wird. Denn das Beispiel Röhndorf zeigt ja letztendlich wieder eine ganz andere Richtung. Röhndorf ist ja nun eine Einrichtung, die eine Bundesstiftung ist. Und das, was da liegt, ist Eigentum des Bundes. Und nicht, also es ist zumindest keine privatrechtliche Stiftung, über deren Eigentum anders verfügt werden kann. Die Eigentumsfrage ist dann nie angegriffen worden. Das ist mir dann schon wichtig, nochmal festzuhalten. Herr Heumann, da bin ich bei Ihnen und nicht ganz bei Ihnen. Aus dem einfachen Grunde, weil Röhndorf doch wieder ein anderer Fall ist. Denn machen wir uns bitte auch da nichts vor. Adenauer hat zunächst mal seine privaten Akten, aber seine privaten Akten in der Tat gehabt, vollkommen zu Recht, seine Sache. Und es sind dann amtliche Akten hinzugekommen. Und es hat eine ganze Phase eben halt bis zur Gründung per Gesetz 1978 mit Gründung der ersten Stiftung Bundeskanzler Adenauer als Stiftung, unmittelbare Stiftung des öffentlichen Rechts, diesen Zwischenzustand gegeben und er ist quasi in Bezug auf die Akten ex post geheilt worden und damit sind faktisch gesehen letztendlich Adenauers Privatakten auch verstaatlicht worden. So ist letztendlich der Gang. Und das ist im Grunde genommen noch eine ganz andere Konstruktion. Ja, würde ich auch gerade sagen, dann haben Sie noch mehr. Und ich sage Ihnen umgekehrt, das heißt aber nicht, wenn ich den Satz, ich will jetzt mich in Spekulationen nicht begeben, aber wenn das Kanzleramt in diese Richtung mal eine Andeutung gemacht hat, dann könnte das natürlich auch heißen, dass es einfach so ist, dass man es belässt dabei und sagt, das ist nicht, es war vielleicht mal ein Zustand, der anders war, so wie das in Röhndorf war, aber wir versuchen eine gesetzliche Formulierung, da bin ich kein Jurist, der im Grunde genommen dieses Problem, dieses Manko eventuell heilt. Nur noch mal ganz kurz Anmerkung, Frau Weber, zu Ihrer Frage. Wenn Sie fragen, was tut Herr Hollmann im Hinblick auf den Strauß Nachlass und die amtlichen Akten, und Herr Hollmann hat die Antwort ja verweigert, und zu Recht. Frau Weber, die Frage stellt sich nicht, was Herr Hollmann tut, um die Probleme im Strauß Nachlass zu regeln. Das ist durch. Herr Hollmann tut nichts und kann auch gar nichts tun, sondern der Wiederbeschaffungsanspruch geht darum, was tun die Behörden, die damals falsch abgegeben haben, sodass es jetzt im Strauß Nachlass ist. Ja, also Sie können nicht einmal fragen, was er tut. Herr Hollmann tut nichts und das ist okay. Ja? Herr Hollmann ist jetzt aus dem Rennen.
Ja, dann müssen wir uns mit den damals falsch abgebenden Behörden ins Benehmen setzen und fragen, was tun die. Aber Herr Heumann können Sie nicht fragen, was er tut. Herr Heumann tut nichts und das ist auch richtig. Also, darüber müssen wir uns im Klaren sein, dass die Chancen eine Frage sind, wie man mit der Familie zurechtkommt. Und wie gesagt, die Familie wird, was das Eigentum der Familie angeht, wahrscheinlich nie anders verfahren, als zu sagen, Franz Josef Strauß war vor allem ein Repräsentant Bayerns und der CSU, auch wenn er Ämter auf Bundesebene hatte, und zwar zu mehreren Zeiten hintereinander. Deshalb würden Sie das auch nicht in ein CDU-Archiv geben oder so etwas, selbst wenn Sie das von der Parteienregelung eine andere wäre, von der Schwesternschaft dieser Parteien. Aber die Chance besteht immer nur dann, wenn irgendjemand, das kommt leider häufiger vor, jemand sagt, wir können nicht mehr, dass es am Ende dann heißt, nimmt das Bundesarchiv das nicht vielleicht doch. Und das ist immer eine fatale Situation, auf die ich dann auch nicht hoffe oder die ich dann auch nicht herbeisehne. Ich bin froh, wenn dieser Nachlass in einem Archiv, und das möchte ich nochmal sagen, ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass die Stiftungsarchive versuchen, die rechtlichen Rahmenbedingungen vollständig einzuhalten, obwohl sie immer da, wo ein Kaufvertrag dahinter steht, so wie wir ja auch, wenn wir einen Nachlass per Vertrag zu bekommen haben, uns ja auch gegebenenfalls an die Kautele des Vertrags halten müssen. Was im Übrigen dazu führen kann, dass ich einen Nachlass ablehne, wenn Nachlasser über lange Schutzfristen oder unnötige, aus meiner Sicht unnötige Bedingungen stellen, dann kann das auch sein, dass wir sagen, dann nehmen wir das überhaupt nicht, denn zugänglich machen ist der entscheidende Punkt. Ein Archiv nur als Tresor macht keinen Sinn. Wir sind um der Zugänglichmachung willen da. Und von daher mag eine nächste Generation Strauße darüber wieder anders entscheiden. Aber ich glaube, dass solange die Kinder von Franz Josef Strauß da noch dran sind, man über diese Dinge gar nicht mehr verhandeln müssen. Das ist das gleiche Problem wie mit allen anderen Stiftungsarchiven. Sollte es eine Regelung geben, dass das Bundesministerium für Verteidigung in dem Fall, wie wir eben sprach, seinen Rechtsanspruch geltend macht und notfalls ja dann den Klageweg beschreitet, dann bin ich zuversichtlich, dass sie die Klage gewinnen und einen Herausgabetitel erwirken. Und dann würden diese Unterlagen, von denen ich gerade sprach, natürlich erst ins Bundesverteidigungsministerium und danach ins Bundesarchiv kommen. Aber genau dieser Weg ist vorgezeichnet. Und da gibt es, glaube ich, auch gar keine Alternative zu. Dankeschön. Herr Bösch. Ja, herzlichen Dank. Es waren ja vor allem zwei erfreuliche Nachrichten, die gekommen sind. Das eine, Ihr Optimismus über die elektronische Aktenführung. Das war eine der Fragen, die ich auch an Sie gerichtet hatte. Zum anderen eben auch Ihr Hinweis auf die künftige Gleichbehandlung, stellvertretend natürlich für alle anderen parteinahen Archive. Wo wir natürlich auch darauf achten und was wir auch gerne zitieren würden, wenn wir mal das Gefühl hätten als Historiker, dass das nicht der Fall ist, gerade wenn wir Akten von Ministerialbeamten der 50er Jahre in parteinahen Archiven eben einsehen möchten. Ich würde zwei Fragen adressieren oder zwei Anmerkungen adressieren wollen. Die erste wirklich eine Nachfrage des Historikers, weil mir das nicht so klar ist. Es wurde eben auch von Ihnen von der Pietätlosigkeit gesprochen. So kann es manchmal erscheinen, wenn man nach dem Ableben eines Politikers eben um den Nachlass bettelt. Das betrifft Sie ja genauso. Meine Frage ist, warum setzt diese Nachfrage nach den Unterlagen, nach den amtsbezogenen Unterlagen etwa, nicht in dem Moment stärker ein, wenn jemand sein Amt eben entsprechend verlässt? Also warum ist in dem Moment, wo 98 Helmut Kohl ausscheidet, in dem Moment, wo Schröder ausscheidet, Ministerpräsidenten ausscheiden, ist das nicht eigentlich der Moment, eben also wo dieses Gespräch intensiver einsetzt? Denn wenn wir solche Beispiele haben wie Strauß, der Strauß-Nachlass hat 300 Meter etwa, finde ich es beeindruckend, wenn man so viele nichtamtliche Akten in seiner Freizeit produziert eben. Aber es ist stark anzunehmen, dass ein amtlicher Apparat doch etwas damit zu tun hatte, dass 300 Meter entstehen können eben. Und insofern ist natürlich in der Regel das doch eigentlich der Moment. Da würde mich einfach das Verfahren interessieren, um auch künftig hier sicherzustellen, dass in dem Moment, wo klar ist, Beispiel Merkel verlässt die politische Bühne, das müsste doch eigentlich der Punkt sein, wo man eben viel frischer diese Trennung auch zwischen Amt und Mandat noch. Und der zweite Punkt vielleicht eher eine Anmerkung zu Herrn Küsters.
Sie haben einerseits gesagt, also die Trennung zwischen Partei und Amt, die ist in der Praxis ja doch ein Dreck, in Anführungszeichen eben. Ich glaube, das ist doch zu zynisch, denn in der politischen Praxis, juristisch ist sowieso klar, aber auch in der Praxis wird in den Ministerien, wenn jemand Minister ist, im Kanzleramt doch relativ genau darauf geachtet, welche Tätigkeiten in den Parteibereich gehören, und das ist nicht nur eine Frage des Briefpapieres am Ende, und welche Tätigkeiten in den amtlichen Bereich gehören, weil das natürlich auch skandalisierbar ist, wenn der Wahlkampf irgendwie ins Kanzleramt gelegt wird oder in die Ministerien gelegt wird und ähnliches. Und insofern glaube ich also, dass man durchaus mit der Praxis diese Begründung eben also höher halten kann, eben als das eben angedeutet ist. Die Beispiele, die kamen, waren jetzt sehr, sehr oft Koalitionsverhandlungen. Ich finde, das ist ein gesonderter Bereich, wo ich eher bei Ihnen auch wäre, eben, dass da die Parteien sehr, sehr stark sind. Aber das, was die meisten Historiker doch interessiert, ist natürlich politische Prozesse, politische Entscheidungsbildung, wo es dann doch der Briefkopf des Ministers am Ende ist, der die Korrespondenz führt und damit eben auch mit der Autorität und dem Amt eben des Ministers eben auch agiert oder des Kanzlers. Also gut, zunächst, Sie werden natürlich in den Akten des Kanzleramtes wenig Briefköpfe des Kanzleramtes finden, weil da die Entwürfe entstehen, die Texte mit den Briefköpfen sind bei den Empfängern. Das ist ja nun mal auch so ein Ding, wo man auch erkennen kann, wann ist etwas amtlich und wann nicht. Es ist nicht der, in dem Fall ja nicht das eingegangene Schreiben, das dann klar macht, wohin etwas gehört, ist der Empfänger, der definiert, wem dann ein solches Stück zusteht. Aber zu Ihrer anderen Frage, wir versuchen das schon und wir bekommen nur, wenn die Leute 65 oder 70 sind, wir gehen öfter die runden Geburtstage, dass wir zum Geburtstag gratulieren und die wissen dann auch schon, was auf sie zukommt. Dass wir ihnen freundlich empfehlen, sich doch an uns zu wenden, wenn es um die Regelung des Nachlasses geht. Wir sagen gar nicht unbedingt ins Bundesarchiv und her damit, sondern wir empfehlen, sich an uns zu wenden, wenn es um die Regelung dieser Fragen geht. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen. Gibt es Leute, die sagen, das ist nett, dass sie an mich denken und mich für wichtig genug halten, aber da ist gar nicht viel angefallen. Es gibt andere, die sagen, kommen Sie in 10 Jahren nochmal, wenn ich meine Memoiren geschrieben habe. Und es gibt Leute, die weisen das ganz brüsk zurück, die dann direkt sagen, ich habe mich immer als Vertreter meiner Partei gesehen und ich werde das natürlich mit meiner Partei reden. Das ist etwas, das haben wir zu akzeptieren, das machen wir aber auch nicht nur mit Politikern, sondern auch mit anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die bisweilen ganz amüsiert reagieren und sagen, huch, war mir gar nicht klar, dass wir hier im Fadenkreuz des Bundesarchivs sind. Was spricht dagegen in dem Moment, wo das Büro geräumt wird, dass dann das Bundesarchiv schon zu Besuch kommt, nicht zum Runden Geburtstag? Ja, das ist eben das Problem. Beräumen tut das Büro, im Fall mal wie Gerhard Schröder, Helmut Kohl, nehmen wir das Beispiel Helmut Kohl, als alle von den Bundeslöschtagen gesprochen haben und von der massenhaften Vernichtung von Unterlagen, bereinigt hat das nachher die Schriftgutverwaltung des Bundeskanzleramtes. Und im Übrigen, ich will nicht jetzt sagen, wie viel über 90% der Unterlagen, die scheinbar vermisst waren, auch in einer leitungsebennahen Sonderregistratur gefunden haben. Und die sind nachher der normalen Registratur zugeführt worden. Also, das ist eigentlich gängiges Prozedere. Aber es ist natürlich so, dass es immer Amtsträger gibt, und Sie haben zu Recht eben auch gesagt, Ministerialbeamte, das machen wir jetzt die Tür auf, um ein Beispiel dazu vorzugeben, mit diesen Dingen etwas Besonderes verbinden. Wir mussten zum Beispiel den Ministerialdirektor im Landwirtschaftsministerium, dessen erster Gesetzentwurf als junger Referent das erste Gesetz über den grünen Plan war, tatsächlich den Vorgang über den federführenden Vorgang über das Gesetz über den grünen Plan aus den Lippen leiern, weil die bei ihm zu Hause standen, weil er das war für ihn ein Stück weit sein Lebenswerk. Ja? Genauso Karl Jans, das war derjenige, der die Ideen für die dynamische Rente entwickelt hat, den Vorgang aus dem Arbeitsministerium haben wir nachher in einem privaten Nachlass Karl Jans gefunden, bei Karl Jans, und wir haben ihn dann Quatsch, hätte ich meiner gesagt, überredet, dann sich doch normenkonform zu verhalten, weil es uns ja schwer gefallen wäre,
da mit irgendwelchen Gewaltmaßnahmen aufzutreten, den Zoll zu schicken oder sowas. Aber diese Situation gibt es immer wieder, dass Menschen damit ein ganz besonderes Teil ihres Lebens verbinden. Dem ist nur schwer hinterherzukommen, weil das sind oft nur kleine Stücke. Normalerweise werden da nicht so große Brocken abgeräumt. Da ist Helmut Schmidt schon etwas Besonderes gewesen. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Unser Bemühen gegenüber den Ministerien, wir haben ja eine Beratungspflicht als Bundesarchiv gegenüber den Ministerien, geht immer auch dahin, darauf, sie immer wieder aufzufordern, gerade was das Prinzip der Aktenmäßigkeit und der Vollständigkeit der Akten angeht, da achtsam zu sein. Aber da merkt man dann, die Schriftgutverwaltungen sind in den Ministerien und auch in anderen Behörden nicht gerade die mächtigste Einrichtung, obwohl sie zu den wichtigsten gehören, denn sie verwalten im Prinzip das Gedächtnis dieser Institutionen. Und darüber Einfluss zu nehmen, ist ein ganz mühsames Geschäft. Deshalb auf beiden Ebenen, wir sind immer wieder an den Ministerien dran, dafür zu sorgen, dass bei Amtsaufgaben die richtigen Dinge auch zurückbleiben. Aber dann merkt man eben, mit wem man Kontakt hat. Minister, Staatssekretäre, immer die weibliche Frau mitgedacht, haben eben um sich herum Stäbe und Büros, die nach anderen Regeln funktionieren und die normalerweise auch nicht aus dem bürokratischen Apparat kommen und damit auch nicht die Sensibilisierung des bürokratischen Apparats mitbringen. Es wäre manches leichter, wenn die alle das Gefühl hätten, dass eine gut geführte Akte etwas ist, was auch den Aktenführenden gehört. Von daher, wir sind nun mal, das ist eine fatale Situation als Archive, die Einrichtungen, die das zu nehmen haben, was man ihnen gibt und das bis zu dem Tag, an dem uns Dinge angeboten werden, ob es auf einer gesetzlichen Anspruchsgrundlage oder nicht, diejenigen, die Unterlagen bis dahin in ihrer Verfügungsgewalt haben, eine Menge Gelegenheit haben, Gutes oder auch Unsinniges zu tun. Da kann man immer nur versuchen, langfristig gegenzuwirken. Und da kommt dann mein Optimismus, vielleicht Zweckoptimismus, aber auch ein Stück Optimismus in Bezug auf elektronische Aktenführung her. Sobald die Workflows eben nicht mehr so sind, dass Dinge in eine Umlaufmappe gesteckt und auch wieder rausgenommen werden können, sondern in einem System ganz anders verortet sind, werden solche Probleme der Originalentnahme, das ist ja unser Problem, nur noch eine geringe Frage darstellen, dass sich jemand einen Ausdruck macht. Das ist ja für uns eine kleine Frage. Ganz kurz noch, Herr Wösch. Ich denke mal, die Frage, wann geht man an einen Nachlassgeber oder Vorlassgeber ran, ist wirklich, wie Herr Röllmann gesagt hat, individuell absolut unterschiedlich. Was in all den Diskussionen viel zu wenig beachtet wird, ist meines Erachtens die Frage der Vertrauensbasis. Da muss eine Vertrauensbasis hergestellt werden. Das ist egal, ob das seitens des Bundesarchivs oder über die Parteiarchive sind, zu den entsprechenden. Wenn die nicht entsprechend vorhanden ist, kriegen sie gar nichts. Weil letztendlich derjenige tun lassen kann, was er will. Ob das rechtlich ist oder nicht rechtlich ist, ist mal jetzt dahingestellt. Aber es ist so. Er kann letztendlich alles wegwerfen und dann ist es weg. Man kann immer nur versuchen, auch mit einer gewissen Sensibilität auf die historische Bedeutung hinzuweisen. Punkt 2. Ich will jetzt kein weiteres Fass aufmachen, aber die Frage, wenn Frau Merkel abtritt, warum wird denn da nicht im Grunde genommen direkt alles ins Bundesarchiv gegeben, ist einfach eine Frage, die wir heute in der wirklichen Problematik der sogenannten bundesunmittelbaren Stiftungen, der Bundeskanzlerstiftungen, wo ja nicht nur Bundeskanzler bedacht werden, mittlerweile haben. Das ist eine eigene Thematik, warum für einen Bundespräsidenten eine gemacht wird, warum für einen Reichskanzler eine gemacht wird, warum für einen Reichspräsidenten einer gemacht wird, warum für einzelne Bundeskanzler eine Stiftung aufgemacht wird und für andere nicht. So, und letzter Punkt, wie bitte? Ja, aber das, so ist die Situation in Deutschland. Und letzter Punkt, was ich glaube, ich damit mal sagen wollte, Trennung Staat und Partei. Es sind zu viele ineinanderschwappende, gerade bei solchen Bürofragen, zu viele ineinanderschwappende Vorgänge, die auf einmal dann irgendwo angelandet werden. Und jemand sagt, ich habe
zu der Institution oder zu dem Archiv vertrauen. Und dann gebe ich auch meine Sachen komplett dahin. Das ist die Realität. Und da wird nicht unterschieden, muss das eigentlich ins Bundesarchiv, muss das eigentlich ins Parteiarchiv, muss das möglicherweise in ein Kommunalarchiv hinein. So denken Politiker nicht. So gesehen sind die Politiker das Problem. Ist in der Tat das der Ausgangspunkt. Und nicht die bösen Archive oder nicht die Parteiarchive, die letztendlich auch Dinge dann übernehmen und dann erstmal damit fertig werden müssen. Ja, ich denke, wir haben die wichtigsten Fragen zu dieser Gesamtfragestellung diskutiert, noch lange nicht alle, aber es war ein langer Tag. Ich danke allen für ihre Aufmerksamkeit und ich danke Ihnen allen für die Teilnahme an dieser Veranstaltung, für Ihre Diskussionsfragen und für Ihre Anmerkungen. Ich muss mich noch bedanken, einmal bei den Mitgliedern des 52. wissenschaftlichen Lehrgangs und des 55. Fachhochschullehrgangs der Archivschule Marburg, die im Tagungsbüro und hier rund um die Veranstaltung geholfen haben. Herzlichen Dank, da können wir uns bedanken. Ich hoffe, dass Ihnen die Veranstaltung gefallen hat. Wir haben im Archivbereich selten so lebhafte Veranstaltungen mit so kontroversen Diskussionen. Umso interessanter fand ich das und ich wünsche Ihnen jetzt allen einen guten Nachhauseweg. Dankeschön.